Johanna, mein Herz, du hast den typischen Lebensstil einer jungen Fernsehmoderatorin. Die katholische Kirche nennt das allerdings Sünde. Und deswegen legst du jetzt eine lange Beichte ab bei Vater Tetje. Oh. Nicht ganz der heilige Vater, aber Pater Tetje. So und, Bruder Tack, ne? Kommt, Bruder Tack, meinst du? Ja, so ein bisschen. Kommt doch in die Mitte. Johanna auf das kleine Bänkchen. Oh. Und Vater Tetje in die Beichtkammer. Auch eine schöne Idee. Du bist doch... Ich nehme an, das heißt jetzt auf die Knie? Ich denke mal, wenn ihr eine kleine Beichtszene spielen wollt. So, geht das schön aufgepasst. Vielleicht könnt ihr noch was lernen. Hm? Jetzt gibt es die umfassende Beichte von Johanna bei Pater Tetje. Aber um es ein bisschen schwieriger zu machen natürlich, nicht einfach so, sondern das Ganze bitte von A bis Z. Ach, Pater, ich habe einiges zu beichten. Beichten? Ja, dann leg doch mal los. Chronologisch geordnet oder ist egal, welche Sünde zuerst? Das kommt drauf an, was am interessantesten ist. Erstens, ich habe da einen Halbbruder. Fantastisch. Erzähl mir mehr. Ganz genau, fantastisch. Habt ihr... Nein, 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 nein. Ich habe jetzt ein bisschen Scheu, das so ganz konkret in Worte zu fassen. Aber ja. Ja, wirklich? Ihr habt... Oh mein Gott! Können Sie sich das nicht so vorstellen, weil der ist ja nicht wirklich mein Bruder, also... Hm? Lassen Sie mich nochmal Revue passieren. Sie haben einen Bruder und haben oder auch nicht, aber eigentlich ist er nicht Ihr Bruder, richtig? Man muss ganz dringend im Gedächtnis behalten, es ist mein Halbbruder. Also angeheiratet. Naja, dann geht das ja. Oh, das finde ich aber toll. Passen Sie auf. Beten Sie 14 Mal irgendwie das Vaterunser, singen Sie ein paar Mal das Ave Maria und dann dürfte das eigentlich glatt gehen. Quatsch, wirklich? 40 Mal nur? Reicht Ihnen das nicht? Wollen Sie mehr? So 40, 50 Mal wäre auch in Ordnung. Theologie ist ein ziemlich aufwendiges Studium und auch sehr kostspielig. Ich bräuchte da noch so ein bisschen Unterstützung für die Teestube. Und an was haben Sie da so gedacht? Fee, 400 Euro. Wirklich, nur 400. Extrem heiß hier drin, ne? Yvonne, du auch hier. Zum Heiligen Vater komme ich wahrscheinlich schneller, als ich dachte.